Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe euch ja versprochen, dass ich auch ein Video machen möchte, in dem ich euch verrate, was ihr tun könnt, um euren Hund oder eure Hunde aufs Baby vorzubereiten. Das Erste, womit man beginnt, ist ganz einfach die Schwangerschaft. Ja? Wenn ihr schwanger seid, habt ihr eine ganz andere Hormonzusammenstellung in eurem Körper und die kriegt der Hund sehr wohl mit. Ja? Und auch ihr werdet euch auch im Umgang verändern. Man wird später nicht mehr ganz so mobil sein, ja, auch nicht mehr ganz so viel Action machen können mit dem Hund. Mein Rüde hat das ganz einfach daran gemerkt, dass wir nicht mehr so kuscheln konnten wie bisher. Normalerweise haben wir nämlich oft so gekuschelt, dass ich auf der Seite lag und er sich dann quasi hier unter meine Brust an den Bauch so mit dazugelegt hat. Mit wachsendem Bauch ging das natürlich nicht mehr, da war dann kein Platz mehr, ja. Das war dann ziemlich traurig und er musste dann teilweise zu meinen Füßen mit mir kuscheln, das fand er gar nicht so cool. Jetzt ist er froh, dass der Bauch wieder weg ist und wir wieder kuscheln können. Aber das sind so ganz einfache Dinge, die passieren, ohne dass ihr sie vielleicht wollt. Und bereiten den Hund auch schon darauf vor, dass sich was verändert. Oder diese Veränderung ist ein schleichender Prozess. Es ist nicht für ihn auf einmal plötzlich das Baby da. Das ist das Erste, was quasi zwangsläufig passiert. Dann, was ihr immer tun solltet, ja, ist den Hund ausreichend impfen zu lassen und vor allem auch entwurmen. Wenn der Hund spazieren geht, am Boden schnüffelt, am Kot schnüffelt, vielleicht zu den Kandidaten gehört, die gerne nochmal einen Pferdeapfel mitnehmen, dann kann es durchaus sein, dass er Würmer im Körper hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man damit macht. Also man kann zum Beispiel eine Kotuntersuchung machen lassen, um festzustellen, ob der Hund Würmer hat und dann erst ein Mittel zur Entwurmung geben, wenn er wirklich befallen ist. Was ich euch auf jeden Fall rate, weil wenn ihr rund um die Geburt eh beschäftigt seid, dann lasst dem Hund am Tag der Geburt oder einen Tag nach der Geburt ein Entwurmungsmittel geben von demjenigen, der auf ihn aufpasst in der Zeit. Dann seid ihr relativ sicher, wenn ihr ein paar Tage später nach Hause kommt, dass der Hund dann keine Würmer hat. Ja? Und wie ihr dann sonst damit umgeht, besprecht es am besten mit eurem Tierarzt oder vielleicht auch mit dem Kinderarzt. Die können da die ganzen medizinischen Hintergründe zu erläutern. Da bin ich nicht qualifiziert genug für. Eine weitere Sache, die ihr machen könnt, ist, ihr solltet mal rausfinden, wie euer Hund oder eure Hunde auf Babygeräusche reagieren. Ja? Weil das kann tatsächlich was sein, was den Hund erschreckt, was er komisch findet, wo er reagiert. Ja? Babys, das Weinen von Babys ist wirklich ein Alarmlaut. Sie sind teilweise sehr laut und fordern automatisch Aufmerksamkeit ein und jeder Hund reagiert dann unterschiedlich. Ja? Manche reagieren gar nicht, manche spitzen ein Ohr. Das kann aber durchaus auch zum Jagdverhalten oder Kontrollverhalten vom Hund führen. Deshalb probiert es vorher aus. Nicht unbedingt mit einem lebendigen Baby, es sei denn, ihr sichert alles natürlich, aber man kann ja auch einfach mal die Geräusche googeln und dann abspielen lassen, dann seht ihr, wie der Hund reagiert. Und wenn euer Hund irgendwie merkwürdig reagiert, dann solltet ihr den Hund vorher schon ein bisschen an diese Geräusche eben gewöhnen. Eine weitere Sache, wenn ihr Tabuzonen haben wollt für den Hund. Wir hatten in dem ersten Video schon das Thema Kinderzimmer angesprochen, was eben nicht sein muss. Ja? Aber man hat, also was ich auf jeden Fall empfehlen würde als Tabuzone, ist das Kinderbett und der Wickeltisch. Weil die Hundehaare, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber bei uns liegen immer überall ein paar Hundehaare rum. Ganz ohne geht es einfach gar nicht. Die kriegen die Kinder so oder so ab. Aber Wickeltisch und Kinderbett wäre schon ganz gut, wenn es einfach frei von Hundehaaren bleibt. Und es gibt ja Hunde, die schaffen es, auch in sowas hineinzuklettern. Aber so ein ganz beliebtes Thema ist die Couch. Darf der Hund auf die Couch oder nicht? Und soll er später auch noch auf die Couch dürfen oder nicht? Überlegt euch das vorher, damit ihr das schon in der Schwangerschaft dann eben trainieren könnt. Ich kann euch sagen, wie ich es mache. Bei uns dürfen die Hunde auf die Couch. Der eine Hund, der hat gar nicht so viel Interesse dran. Ja, der kommt mal kurz zum Hallo sagen und dann geht er wieder. Aber der andere Hund, der Camillo, unser schwarzer Rüde, der liegt liebend gern auf der Couch. Der schläft auch manchmal nachts gern auf der Couch. Habe ich auch überhaupt kein Thema mit. Der schläft am allerliebsten als schwarzer Hund auf meiner weißen Decke. Vielleicht damit man ihn gut sieht, keine Ahnung. Und unsere Kinderdecken sind natürlich jetzt auch so ähnlich. Ja? Und er muss jetzt lernen, diese Decke ist okay, diese Decke ist nicht okay. Das kann er. Er
er ist auch kein blöder Hund, aber es ist nicht ganz einfach. Ja? Also überlegt es euch, wie schwer ihr es euch machen wollt. Am einfachsten wäre es einfach zu sagen, Couch ist tabu, ja? Dann ist auch die Kinderdecke, die auf der Couch liegt, für den Hund tabu. Das müsst ihr euch überlegen und es macht auf jeden Fall Sinn, das vorher schon zu trainieren, bevor das Baby da ist, weil wenn es erstmal da ist, hat man eh nicht mehr so viel Zeit dafür. Außerdem finde ich es noch ganz gut, wenn man ein paar andere Übungen noch macht, die dann den Alltag mit Baby erleichtern. Jetzt muss ich mal eben aufs Babyfon gucken, weil da meldet sich irgendjemand. Aber scheint nichts dramatisch zu sein, es ist schon wieder Ruhe. Also eine Übung, die in ganz vielen Situationen hilfreich ist, ist das Liegeplatztraining. Also den Hund in sein Körbchen zu schicken oder auf seine Decke zu schicken. Hilft mir in ganz vielen Situationen, wenn mir der Hund im Weg wäre, dann muss ich nicht sagen, nein, nein, lass es, ja, sondern ich kann einfach sagen, geh auf seinen Platz, er hat gelernt, es ist toll dort, wird belohnt und dann geht er gerne dorthin. Ein weiteres hilfreiches Signal ist das sogenannte Abbruchsignal, also zum Beispiel das Wort nein oder pfui oder lass es, dem Hund beizubringen. Das verwendet man dann, wenn man möchte, dass der Hund ein bestimmtes Verhalten unterbricht. Meistens nimmt man es dafür, dass man, wenn man draußen beim Gassi gehen ist und der Hund möchte irgendwas fressen, dann sagt man das Wort, sagt man nein und er lässt es. Ja? Man kann es aber auch zu Hause verwenden, zum Beispiel, wenn der Hund gerade auf die Couch möchte und ich das aber nicht will, kann ich auch sagen, nein, lass es. Ja? Oder Beispiel, wir haben Kinderspielzeug, wir haben Hundespielzeug, die liegen wie auch immer beide am Boden rum. Der Hund will sich das Kinderspielzeug krallen. Kann ich auch sagen, nö, das nicht. Ja? Und es bringt einfach viel, wenn man das dem Hund vorher schon beigebracht hat. Dieses Abbruchsignal, das kann man auch in ganz vielen anderen Situationen verwenden. Und wenn man das positiv konditioniert, ist das nichts Schlimmes. Dann erschreckt man nämlich später auch kein Baby, ja? Wenn man den Hund nicht auf einmal anschreien muss, nein, lass es, ja? Sondern einfach ganz ruhig sagen kann, nein, und dann lässt es der Hund sein. Und eine dritte Sache, die nie verkehrt ist, dem Hund beizubringen, ist ein Maulkorb-Training. Braucht man mit Baby, weiß ich nicht, ob man es braucht, das muss man dann sehen, ob das dazu kommt, aber im Alltag kann man es immer wieder gebrauchen. Beim Tierarzt ist es zum Beispiel manchmal nicht verkehrt und auch wenn man in Urlaub fährt, es gibt tatsächlich Länder und Bundesländer, in denen es sind an verschiedenen Orten Maulkörbe Pflicht. Ja? Dann ist es viel besser, wenn der Hund es schon gelernt hat und ich es nicht noch schnell dem Hund beibringen muss. Ist auch was, was man super gut trainieren kann. Wenn ich einen Maulkorb in die Hand nehme, dann freut sich meine Hunde, ja? Weil sie da eher was Tolles erwarten als was Negatives. Also das sind so Übungen, die man auf jeden Fall im Vorhinein machen kann. Ihr findet auch zu allen drei Übungen die Videos bei mir in meinem YouTube-Kanal bei Hunditraining und könnt angucken, wie man das Ganze trainieren kann. So, jetzt schaue ich mal eben auf meine Liste, was ich euch noch verraten wollte. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Dann mit diesem Video, wie ihr euren Hund oder eure Hunde auf das Baby vorbereiten könnt. Ich wünsche jetzt den Schwangeren unter euch noch eine schöne restliche Schwangerschaft. Viel Spaß beim Training mit den Hunden und freue mich auf das nächste Video. Ciao, ciao!